Ich bin noch da, die Aussprache mit dem Fritz überlebt. Und jetzt sollst du Pilze beschaffen. Das ist doch eine Aufgabe für dich, oder? Pilze, ja. Pilze ranschaffen. So, wo müssen wir hin? Da kommt der Jäger und Sammler in dir durch. Da oben hin. Ja. Dann fliege ich hin. Na, ich glaube, du gehst lieber den Wasserfall runter. Da kannst du mal runterrutschen. Das ist eine schöne Rutschpartie. Will ich, aber ich will fliegen. Willst du hinfliegen? Ja. Na gut, dann flieg halt rum. Ich meine, guck mal an, wie geil das hier oben ist. Oh, nee. Ah. Oh, shit. Das ja, ist innerhalb von der Mission, da darfst du gar nicht. Aber vielleicht schaffst du es. Ja. Du musst eine sehr enge Kurve fliegen. Und geschafft. Das hat funktioniert. So. Ist ja schon da unten, ist da weiter aus. Ups. Ah, das ist hier den Wasserlauf entlang. Jetzt fliegst du natürlich in die falsche Richtung. Ja, ich mache so einen Bogen gerade. Achso. Ich bin klar, ich brauche einen guten Landeplatz. Deshalb fliege ich hier so einen Bogen. Da am Strand könntest du ja. Dann. Sehr schön. Ast rein. Ja, perfekt gelandet. So, den Pfand kriegen wir nicht wieder. Aber was soll's. Ist halt blöd für den, dem es gehört und dessen Versicherung er das erklären muss. Great. You didn't mention the cave was underwater. Ich glaube, der hat einiges nicht erwähnt. Ich glaube, der weiß auch ganz viel nicht mehr, was er mal wusste vielleicht irgendwann. Tauch dich mal durch. Der Schwimmer ist schon faster. Ist das schon dein schnellstes? Ja. Sehr gut. Oh. This crazy doctor better know what he's doing. Bestimmt, er wirkte sehr seriös. So, wo sind die Höhlenpilze? Also doch noch weiter. Na, von da kommst du ja gerade, da bist du ja gerade rausgeschwommen. Ich dachte, ich kann noch weiter schwimmen. Nee, da war ja oben war ja diese Lianen daran, da kennst du ja schon immer gleich, wenn es da weitergeht. Die Lianen, das hab ich auch nicht geschnallt. Gut, dass du dabei bist, Christian. Leap of faith. So, die Kette, die nicht erst untertauchen. Ich glaube, du kannst sogar von ein bisschen Entfernung ranspringen an solche Sachen. Da links ist so ein Zeug, oder? Da direkt vorne. Also da ist das Spiel verhältnismäßig verzeihend, was sowas angeht. Ja. Welche Sporen, na gut, das ist ja noch Kai. Super. Super. This is new. Aber er steht dem Ganzen noch recht positiv gegenüber. Ja. Nö. Ach, guck mal, jetzt ist das der Boden. Ja. Studio called. I got the role. Ja, dann dadurch geht er doch gleich wieder bescheuert. Ich glaube, noch bescheuerter. Noch bescheuerter kann es nicht werden. Sieht aus wie so ein typischer Samstagnachmittag. About this like grown-ups. Lisa, we're in Bangkok together and I can't believe how beautiful you are. Shh. I'm gonna smack you feel like I did you first. Promise that I take care of you both. Oh, jetzt geht's aber ganz schön bergab mit ihm, oder? Riley is your little brother. He looks up to you. Hey, you're gonna come to our house. I mean, that's not right. Yes, sir, I'm busy. Dr. Earnhardt? Hello?
are you afraid of? You're a natural, Scott. Great. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen Drogenwerbung, oder? Ja, ups. There they are. Ah! Batman! Jetzt muss ich eigentlich zu Batman werden danach. Klauen wir jetzt gerade Bruce Wayne die Drogenpilze? Wahrscheinlich. Das gibt Ärger. Spätestens mit Michi. Was aber alles so dabei hat, oder? Hier so ein kleines Aufbewahrungsgläschen. So was nicht dabei. Ja, nicht immer. Oder liegt noch ein Schatz? Schätze sind immer gut. Hundefutter. Ja, Dog Meat eigentlich hier, ihr Hundefleisch. Wow. How long was I down there? Ich dachte, ich kann vielleicht das Geschütz benutzen. Aber nein. Ah, wir draußen bei den Bitmaps, endlich. Sehr gut. War ganz cool mit dem Klettern irgendwie. Ja, funktioniert eigentlich an sich ganz gut. Ja. Soll man mal machen. Wie gesagt, es lässt einen durchaus ein bisschen Spielraum, also man muss da nicht ganz genau ranspringen, was ja in einem Ego-Shooter halt echt nervig sein kann. Soll ja kein Jump'n'Run werden. Wo es bei Mirror's Edge ja cool war, aber das war ja auch hab komplett ich nicht so gebaut. Spiel. Das ist eher so ein Spiel, an dem sich auch die Geister scheiden, oder? Ja, total. Ich finde das total super. Total. Andere mir hat das richtig gut gefallen. Also es hat auch seine Schwächen und so, klar, hat das Spiel hier auch. Aber im Großen und Ganzen fand ich das eine sehr schöne Erfahrung. Ich finde, das Haus sieht so geil aus. Es ist halt so, es passt irgendwie überhaupt nicht auf diese komische Insel. Nee, das stimmt. Altes Kolonialding so ein bisschen. Ich glaube, du musst wieder da rein, wo wir auch zum ersten Mal reingegangen sind. Hintereingang quasi. Da sitzt er schon. Guck mal, was die Höhlenpilze macht. Surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. Das hatten wir schon. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. I have them. Oh Mann, das wird doch nichts. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. So, dann schauen wir uns mal Daisy an. Wie es der geht. Ah, da kann ich guck, mal Munition aufladen, falls irgendwie nicht. Ist aber voll. Bisschen besser aus, immerhin. How you feeling? You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. I escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. Yeah. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, stop, Daisy. I'm so, so sorry. So that's it? What's this? Are you gonna be okay? I've gotta talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason? Whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you?
By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. I'll be fine. Wait here, all right? I'm gonna find the others. Did you find your friend? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Na dann, das Tatao wird uns weiterhelfen. Wir haben auch wieder einen Skillpunkt bekommen für unser Tatao. Wie fandest du das so von der Zwischensequenz, von der Machart? Cool. Ganz schön durch, der Doktor. Aber ich mag so diese ganze Präsentation. Also auch von den Figuren. Ja, es wirkt auch mal wenigstens nicht albern so, wenn die eine Figur irgendwie traurig ist oder so. Was sehr oft ist, ganz schön grenzwertig, immer eine schwierige Emotion rüberzubringen, so wenn jemand so enttäuscht oder geschockt oder traurig ist oder so. Aber das haben sie gut hingekriegt. Das ist wirklich gut gelungen. Ja, das stimmt so. Was haben wir jetzt? Einen Punkt, was können wir denn hier machen? Ja, aus der Hüfte schießen. Das ist gar nicht so schlecht, dieses Death from Above, weil man doch öfter mal irgendwie über jemandem steht. 5x XP pro Kill. Also 5x so viel... Ja, fünffache XP halt. Ich gucke mal kurz, was noch sonst gibt. Ja, Explosions. Regenerate. Ja. Das klingt doch ganz okay, oder? Das Death from Above? Das machen wir. Ach so, nee, wir müssen erst das, wir müssen ja erst überhaupt den ganzen Skilltree aktivieren. Ja, dann macht doch das, wenn wir den nächsten. Okay. Auf dem Weg dahin werden wir doch wahrscheinlich sowieso einen Außenposten mal angreifen. Fupp. Ja, neuer Ring. Kette, neues Lied. So, was haben wir jetzt bei der die Medusa? Die sehen wir noch nicht, oder? Das ist die nächste Story-Mission dann. Genau, die ist da hinten. Da hinten. Aber wir können erstmal hier den Außenposten währenddessen wegmachen. Markier den doch mal als... Ich überlege, ob ich noch was anderes mache vorher. Ist da Ziegen brauchen. Könntest natürlich unten nach dem auf Puma-Jagd nochmal gehen, um ein bisschen Kram einzusammeln. Wir könnten theoretisch auf Puma-Jagd gehen, dann hier auf diese kleine Insel die Viecher holen und dann hoch. Nein, ich mache den Außenposten. Zum Außenposten. Na, machen wir das. Außenposten. Wir brauchen halt die spannender. Ausrüstung irgendwann ab einem Stück. Ja, aber ich bin gerade so heiß auf den Außenposten. War nicht irgendwo ein Dings oder ist der weg? Ja, der müsste eigentlich mit hinterm Haus sein, aber ich glaube, den hast du ja verbraucht. Kaputt gehabt. Gemacht. Ja. Dann kann ich aber jetzt den Wasserfall mal benutzen. Was will ich mir hier jetzt noch erzählen? Neue Rezepte, ja. Radio 1000 Outposts, Reward Points. Ja. Den Wasserfall brauchst du ja jetzt nicht unbedingt, aber du kannst ja Schnellreise benutzen. Um da ein bisschen... Ja, wohin? Dahin ist auch nicht kein großer Vorteil. Hast recht. Da ist ein Auto mit dem... Was ein bisschen schade ist, man kann leider nicht zu den Türmen schnell reisen. Das ist ja ganz gut, ne? Doof, ja. Das muss ich zum Auto halt. Dann zum Auto. Das ist, glaube ich, das, was vorne an dem Gitter stand, oder? Ja, das... Kann ich hier irgendwo hier den runter? Hier kannst du, glaube ich, runterrutschen. Nee, da war doch dieses Seil eben gerade. Also, ich dachte, man kann jetzt hier... Du hast auch was von dem Links erzählt. Ja, am Seil halt runter. Ach so, ich dachte, den Wasserfall runter. Ach so, nee.
Das ist auch ein Strommast. Egal. Oder dann scheint trotzdem. Der Stromleitung. Jetzt aber nicht zu weit. Auf in den Jeep. Immer die gelbe Pflanze noch mit. Wegschmeißen kann ich sie immer noch. Animal Repellent. Ah, damit können wir dann greifen uns Tiere nicht wahrscheinlich an, oder? Animal Repellent klingt doch sehr nach. Mosquito Repellent. Ja, aber ist doch das Gleiche. Das habe ich eingebaut sogar. Also. Stops them from attacking you. Wow, ist ja interessant. So, wie sieht's aus? Jetzt haben wir das Auto. Wollen zum. Ich markiere schon mal hier den Außenposten. Oh, Tempel. Ja, und ein Auto fahren, das kann ich ja besonders gut. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, oder? Wie sieht's aus? Ja. Na gut. Dann mit Musik entlassen wir euch in die Pause. Und sehen euch in der nächsten Folge auf dem langen Weg zur Medusa. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.